Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin jetzt irgendwo in der Nähe von... Nein, gib mal die Führung ab vorher. Au. Irgendwo in der Nähe von da, wo ich sein soll. Ich denke mal, dass die da oben alle sind. Zumindest werden mir irgendwo in der Richtung meine Verbündeten angezeigt. Ja, woher weiß der denn, dass ich da bin? Man sieht mich doch noch gar nicht. Hallo, was ist mal los hier? Lass doch mal los! Dun weg. Rüds Männer haben... Alles verwüstet, genau. Dun weg. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Valdis und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das vordere Tor wird streng bewacht. Da kannst du nicht einfach rein. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Ich muss sehen, was du siehst. Ah, da unten ist ein Geheimgang. Das ist schon mal sehr gut. Ich denke mal, der wird mir jetzt definitiv nützlich sein. Stimmt, das wird wirklich bewacht. Okay. Das wird aber noch eine Kletterpartie. Ui. Dun weg. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden. Kann ich das von hier aus machen? Okay. Die haben aber auch immer Eingänge für ihre tollen... Nein, lass doch mal los. Für ihre tollen Geheimgänge. Ich höre dich. Die Frage ist, ich komme wahrscheinlich nicht da durch, oder? Da komme ich definitiv nach oben. Das heißt, ich muss irgendwie das Rätsel hier lösen. Die Frage ist, kann ich das Ding einfach so wegbomben zufällig? Wahrscheinlich eher nicht. Oben drüber kann ich auch nicht. Oder ist es vielleicht über mir? Das kann natürlich auch sein. Nur Stein, ne? Da ist kein Schalter oder irgendwas. Ich schau noch mal, ob es hier einen anderen Eingang irgendwie gibt. Ja, da bin ich komplett.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, man könnte irgendwie oben drüber klettern oder so, aber ist nicht. Vielleicht kommen wir ja irgendwie, wenn wir nach oben gehen, doch nochmal da durch. Ich weiß es nicht. Oh, da haben wir was vergessen. Okay. So, dann was schauen wir du? Mal. Ja, das mit dem Buch ist jetzt wirklich sehr, sehr mies. Ich stehe jetzt unten. Was ich jetzt nicht genau weiß, ich soll ja Clanmitglieder töten. Dann halt die Klappe, bevor uns dasselbe Schicksal blüht. Heißt doch eigentlich nur, dass ich die alle umbringen soll. Oder muss ich da bestimmte töten? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Das sieht hier aber gerade nicht gut aus. Okay. Da sind welche. Ich brauche Hilfe! Jesus Christus hier drüben! Ups. Das war jetzt nicht so clever. Total vergessen, dass ich ja noch diese Axt habe. Moment, da hinten ist ein Schlüssel, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir gucken in die richtige Richtung, das ist schön. Der Schlüssel jetzt hin. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Hä? Habe ich den jetzt schon bekommen oder was? Da ist was mit Schlüssel. Ach, der ist da drin. Ah, okay, okay. Oh, da oben ist einer. Also einen Schlüssel haben wir. Ach, da ist er. Mein Dank ist dir gewiss. Gerne, gerne. Irgendjemand hat mich hier gerade. Wer zur Hölle hat mich denn jetzt da gerade gesehen? Leute, ich weiß gerade nicht. Hey, es geht da vor sich. Na komm. Na komm. Flüger.
Och Mann, wieso hat die jetzt kein Attentat gemacht? Ist das so doof? Nein, 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 nein. Ah, mein Dank ist dir gewiss. Gerne, gerne. Sind da noch mehr? Habe ich gar nicht gesehen, Junge. Warum nicht? Okay. Also hier oben dürften jetzt alle weg sein, oder? Zeig es mir. Stehen noch zwei am Eingang. Unter mir sind noch zwei. Hinter mir sind noch zwei, okay. Oh, es sind mehr als zwei. Nein, geh runter. Hier, dann komm und guck nach. Okay, da unten kann man aber gut schleichen. Ich denke mal, dass ich so bleiben werde. Okay. Ja, ihr blöden Hühner. Ich habe doch nur einmal die falsche Taste gedrückt. Ist ja gut. Aber macht nichts. Dafür habe ich immerhin wieder, ne,
So, machen wir das mal hier frei. Und erhalten wieder eine Fähigkeit. Sehr schön. Oh, kann ich gerade nicht? Okay. Gut, hier bin ich. Halt, stopp, stopp, stopp. Zerbröselnde Schriftrolle. Das nennt ihr eine Zelle? Nein, nein, nein. Es ist ein Fenster in eine andere Welt, in die Wahrheit, zu einem Ort, der Gottes Gesetze beugt und übersteigt. Er spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe, aber ich höre. Und oh, wie ich höre. Haarige Beine knacken und Fliegen surren unter Seide. Hörst du? Kannst du es auch hören? Vernimmst du das böse Geflüster der Spinnen, der dürren, borstigen Spinnen, deren wirre Netze mir Dinge verraten? Klingt ziemlich irre, ehrlich gesagt. Was sind die? Okay, da sitzt noch einer. Aber da oben sind doch bestimmt auch noch welche drauf. Das war hier. Die habe ich schon alle gemetzelt. Okay. Und der jetzt hier hoch? Leute? Bist du tot? Schlaf mir bloß nicht ein! Schlag mir zu! Schlafst du! Ach, ich drück die falsche Taste. Ja, geil. Streck dich mal an. Brauch ich nicht. Reicht, wenn ich dich immer schlage. So. Ups, das wollte ich nicht. Da oben ist noch einer, okay.
so nicht. Noch einer. Das waren alle. Sobald das Feuer brennt, sollten die letzten von Rüds Männern kommen. Ah, geht doch. Okay. Nein, du sollst gehen. Also laufen. Oder was auch immer. Hallo? Hallo? Ja, das ist das Feuer hier. Ach so, muss ich das mit dem... Das kann natürlich sein. Tada! Schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das reife East Engla und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Du, dich kenne ich nicht. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Dem Clan, den deine Männer angriffen, bevor sie Krähenfutter wurden. Wer rief nach mir? Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Engla sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmirk, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin? Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mache dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an. Ich nehme an. Ein Kampf bis zum Tod. East Engla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engla braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Ja, wäre ich auch für. Er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfschütze! Ich bin bereit! Da halte ich so gar nichts von. Und noch ein Sachsenkönig beugt das Knie. Mich König, bevor ich dich ausweide. Du kämpfst also dreckig. König Rüd befiehlt, dass du stirbst. Oswald! Nenn mich König! Ah!
Na, klasse. Los, jetzt! Lauf zur Brücke! Los, Bewegung! Laufe doch! Kommt, Leute! Kein Seder kann dich jetzt noch retten. Oh, jetzt muss ich auch noch die anderen warten, oder was? Haben wir dann alle? Du leiden zu langsam! Nee, da ist noch... Oh, ja, geil. Da ist einer nicht mitgekommen. Wollt ihr mich verarschen? Der. Hä? Hallo? Ach, der ist hier drunter, oder was? Willst du mich verarschen? Nee. Hä? Schon. Komm mit uns. Los. Mach hinne. Renn raus. Kämpf jetzt nicht. Renn raus. Ich hab den ganzen Ärger hier nur, weil du nicht laufen kannst. So, jetzt lauf. Ich hoffe, wir haben jetzt alle. Mann. Das nehmen wir natürlich immer eben mit. Sie fallen zurück. Sie haben aufgegeben. Ja. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vaitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Also ich würde jetzt sagen, niemand könnte den Sturz überlebt haben, aber wir sollten wirklich mal nachgucken, ne? Oswald könnte überlebt haben. Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Das heißt, ich schaue jetzt nach ihm, oder wie? Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Ja, das heißt jetzt...
Dass ich dann doch nicht mehr nachgucken soll? Zeig mir, was vor uns liegt. Oder? Ist ja, ich glaube, von dieser Seite aus ist er ja runtergestoßen worden. Er könnte ja rein theoretisch ins Wasser gefallen sein. Aber anscheinend, ja, war dem wohl eher nicht so. Konnte ich nicht mit dir gerade eben noch reden? Nicht? Na gut, dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen Cut mache. Damit konnte jetzt natürlich keiner rechnen, dass der da, ja, so idiotisch ist und wirklich... Moment, hier unten ist noch ein Ausrufezeichen. Ach, das ist ein Gegner. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Das machen wir noch schnell. Jetzt bezahlt's. Ja, das war jetzt ein tolles Attentat. Dann kriegst du einen Pfeil in den Rücken. Kriegst du. Sterb! Wieso hängst du denn jetzt hier am Boden? Wieso rennst du da einfach rein? Ja, geh mal nach Hause, aber bitte ohne, dass du dich ständig angreifen lässt. Kann ich mit dir reden noch, oder? Hallo, bleib doch mal stehen. Sag mal, hörst du schlecht? Nein. Bleib stehen. Elmenham wird sich nicht erholen. Niemand von uns. Das war jetzt alles, was du mir mitteilen wolltest. Na toll. Ich hoffe, ich habe das jetzt... Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt eingesammelt, was hier lag. Ja, was ich eigentlich eben sagen wollte, da konnte jetzt keiner mit rechnen, dass der zukünftige König so dämlich ist und, ja, wirklich gegen einen so überlegenen Gegner kämpft. Ich meine, es ist okay, wenn er dabei ist und alles, aber er hätte ja, so wie ich das verstanden habe, auch das Recht gehabt zu sagen, dass er quasi seinen besten Krieger vorschickt. Das wäre sie dann ja gewesen. Und ich hätte ihn platt gemacht, das sowieso, aber... Ja, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ihr werdet es, genauso wie ich, in der nächsten Folge erleben. Bis dann. Ciao.